White Tiger Shrimps, türkis, frisch und das aus der Schweiz. 20 Kilometer entfernt von Zürich, die große Shrimps-Farm Europa. Jetzt schauen wir, was dort, wie wurde gezüchtet. Aber danach koche ich gleich Joe eine wunderschöne Carpaccio mit karamellisierte Zimt, Avocado, Zitronenaroma und geschmolzte Karotte. Wir sind in der Gegend von Zürich, sind wir direkt in Rheinfelden, 500 Meter von hier, Fluss der Rhein. Ich bin mit Raphael hier in der größten Zuchtfarm von Shrimps Europa. Was zucht ihr, Raphael? Genau, in dieser Shrimps-Farm haben wir eine Aufzucht in 16 Becken. Da ist Salzwasser drin, Meerwasser und wir züchten hier den White Tiger Shrimp auf. Wow, das ist richtig Eis hier drin. Ja, da drin ist etwa 30 Grad, 65% Luftfeuchtigkeit, etwa wie in der Karibik. Und wenn du willst, kann ich dir jetzt die White Tiger Shrimps im Aquarium zeigen, da sieht man sie besser. Perfekt, schauen wir jetzt in die Aquarium und dann will ich auch die ganze Labor anschauen, wo ihr sicher die ganze Wassersystem kontrolliert. So, Raphael, erklär uns, was Swiss Shrimps macht. Also Swiss Shrimp ist eine Shrimpsfarm und wir betreiben hier einen Wasserkreislauf, einen Salzwasserkreislauf. Und zwar braucht es dafür Energie, Wärme, die haben wir von unserem Nachbarn, die Schweizer Salinen AG, das ist Abfallwärme, ökologischen Strom, wir produzieren nachhaltig mit Biofutter. Und die Shrimps, die schwimmen in unserem eigenen Meerwasser. Und das Wasser braucht eine bestimmte Qualität, damit die Shrimps sich wohlfühlen und wachsen. Und diese Wasserqualität messen wir hier drin, in diesem Labor. Super. Da sind wir zurück, genau. Auf Eis unsere Shrimps. Ganz türkis. Legen wir die erste hier und schauen wir mal, wie frisch sind. Jetzt ist kein Tier mehr, aber das ist eine komestible Zutat. Genau, fangen wir an. Ein bisschen Olivenöl in unsere Pfanne. Der Zucker. Und fangen wir die Karamellisation von Zimt. Das ist auch eine Anisstern und reiben wir drin ein bisschen Zitrone, einfach für die Aromen. Genau, wir haben ein bisschen Wasser eingelegt und wir werden jetzt den Zimt komplett fein karamellisieren, weil wir brauchen nur den Zimt danach. Dann fangen wir an, mit den Garnelen zu putzen. Miteinander machen wir die Schale weg. Und dann schneiden wir da oben. Und machen wir jetzt diese schwarze. Und das machen wir mit 4 Garnelen. Ein Stück Backpapier und dann einfach in die Mitte geschnitten. Das Fleisch so zu geben, dann decken und benutzen wir das gleiche mit den anderen 3. Unsere Shrimps sind auf Teller. Jetzt werden wir anfangen mit der Garnitur. Wir brauchen, haben wir gesagt, Avocado. Und das ist ein Avocado richtig reif. Nehmen wir einfach ein bisschen, nicht so viel, wie eine Creme. Machen wir vielleicht fast wie eine Guacamole. Ein bisschen Pfeffer, Salz und 2 Blätter Basilikum.
Es wird wie eine cremig. Dann ein Kopf Pasta. Bisschen Salz. Ich nehme kurz einen Löffel. Und dann machen wir ein bisschen von unserer karamellisierten Aromen. Genau, jetzt die Dekoration. Un po' di cedro. Die Karotten. Das machen wir einfach rein für den Biss. Carpaccio ist fertig. Danke fürs Zuschauen. Sehen wir uns nächstes Mal. Cookie Lecture. Ciao, ciao.